Guten Morgen, liebe Wanderbegeisterte. Heute sind wir hier in Wildberg und wollen mal eine kleine Tour rund um die Sehenswürdigkeiten historischer Art und auch in der Natur drehen. Wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Los geht die Tour heute hier im Kloster Maria Reutin. Ja, das Kloster unbedingt einen Besuch wert. In der Ferne Überreste der Stadtmauer hier in Wildberg. Vor uns die historische Wasserradanlage. Die Enten müssen sich heute ihren Weg erkämpfen in diesem Hochwasser. Ein erster schöner Blick hier auf die Altstadt in Wildberg. Der Arrestturm, ein weiteres Highlight hier in Wildberg. Ein weiterer der vielen Türme hier in Wildberg, der Hexenturm. Vor uns kommt der Bahnhof hier in Sicht. Ein wunderschönes historisches Gebäude. Ja, hier gäbe es jetzt optional auch die Möglichkeit, der Nagold ein Stück näher zu folgen. Aber aufgrund des Hochwassers im Moment verzichten wir drauf und gehen hier diesen befestigten Weg. Ja, ich schätze mal noch so einen halben Kilometer etwa, dann geht's in die Lützenschlucht. Das ist doch immer wieder herrlich zu sehen, solche alten Buntsandsteinmauern. Da vorne der nächste Wegweiser. Ja, hier der Eingang zur Lützenschlucht. Ein kleiner erster Wasserfall hier. Das ist natürlich schon wirklich, wirklich imposant. Ja, das ist hier richtig schön erschlossen.
die letzten Meter jetzt hier in der Lützenschlucht. Ja, dann gehen wir auf der Höhe zurück Richtung Wildberg. Das war wirklich schön und sehr empfehlenswert. Ja, jetzt klettern wir voll hoch und dann geht es auf der Höhe zurück Richtung Wildberg. Ja, Freunde, da kommt sie in Sicht. Die Bank für die kleine Pause. So, Freunde, die Bank ist leer. Das bedeutet, die Rast beendet. Wir gehen weiter Richtung Wildberg. Ah, das ist ja herrlich, diese Zeichnungen der Wolken heute. Richtig toll. Zwei Highland. Ach, das ist doch herrlich. Die letzten 2 Kilometer für heute angebrochen. Das ist natürlich herrlich, die letzten Blüher in diesem Frühling zu sehen. Und Wildberg wieder erreicht. Hier an der alten Schule gehen wir jetzt durch den Schlossgraben hinauf. Das ist doch herrlich, solche Gassen. Ja, hier sind wir jetzt also an der Schlossruine hier in Wildberg angekommen. Ja, genau so muss sich das anfühlen, wenn hier der Solist bei seinem Vortrag vor großem Publikum hier auf der Bühne steht. Richtig toll. Ja, jetzt genießen wir noch mal die schöne Aussicht hier ins Tal hinab. Ja, da verlassen wir jetzt auch hier diese Schlossruinen schon wieder und steigen langsam hinab zu unserem Ausgangspunkt der schönen Tour. Jetzt geht es hier auf der Kochsteige den Berg hinab, aber nur ein kleines Stück. Jetzt geht es hier auf dieser schönen Treppe hinab zum Fluss und zum Kloster, zu unserem Ausgangspunkt der heutigen Tour. Jetzt geht es noch ein letztes Mal über die Klosterbrücke. Dort oben kann man sehen, diese schöne Steige, die wir heruntergekommen sind. Ja, Freunde, 3 Stunden voll, 8 Kilometer gewandert hier durch diese historischen Sehenswürdigkeiten rund um Wildberg. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt Kommentare, teilt das Video. Wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt gerne ein Abo, dann verpasst ihr keine zukünftige Touren. Ansonsten sage ich Tschüss und danke, bis zum nächsten Mal.